Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Splatoon 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Part von Splatoon 3. Ja, letzte Woche haben wir hiermit angefangen. Ich habe hier noch eine goldene Schallplatte gefunden, während ich ein bisschen so abgegrast habe. Ich habe aber leider Gottes keine weitere Schriftrolle entdeckt. Ja. Letzte Aufnahmesession war lustig. Ich konnte bisher auch ein bisschen eure Kommentare jetzt ein bisschen dazu lesen. Also schön, dass euch der neue Avatar so gut gefällt. Da bin ich wirklich happy drüber. Ich habe ein bisschen Punkte auch mal gesammelt, damit ich ein bisschen hier den hier ein bisschen werfen kann. Habe ich einfach mal über das Sniper-Ding gemacht. Darüber kann man die nämlich echt gut sammeln. So, hier sehe ich doch direkt was im Boden. Doch eine Platte. Und da ist auch noch was. Thunfisch. Und er hat auch noch offenbar irgendwas entdeckt. Schön, dass wir gut zusammenarbeiten, Saimi. Eins mit dem Saimini. Oh, das wird eine Saimini-Quest. Ich kann auch nur den einsetzen. Ja. Ich darf wirklich nur den Saimini einsetzen. Okay. Nix färben. Ich habe auch die Aufrufanzahl bzw. die Views gesehen. Die sind momentan nicht so gut bei Splatoon, das scheint aber generell gerade so zu sein, weil sehr viele Spiele momentan eher selber spielen wollen, als die Videos zu gucken. Kann ich auch nachvollziehen. Komm mal zurück, mein kleiner Freund. Und in-game, also in den Leveln scheint auch mal nie so wirklich was versteckt zu sein, wenn nur auf der Map. Komm, dann drehen wir das Ding richtig für mich. So, passt. Jetzt bin ich hier oben. Jetzt kannst du weiter drehen. Danke. Okay, die Nebenmission, die ist richtig easy. Etwas, was da sein können, sind... was wurde mir hier gerade angezeigt? Dass hier so manche Thunfischdosen sind mit diesen Eiern. Das kann sein. Die können in-game in den Leveln versteckt sein, aber nicht die Schriftrollen. Ich sehe da den Schlüssel. So, bin gespannt, wo der rein soll. Ah, ich sehe da was. Da ist, glaube ich, eine Dose versteckt. Aber habe ich mir eigentlich sogar schon gedacht, dass dahinter irgendwas ist. Hoppa! Oh, da oben sind Kisten für mich. Ah, ich sehe schon, wie das arbeitet. Ist das in Reichweite? Ich glaube ja. Mal gucken. Nee, das muss ja auch da oben irgendwie drankommen. So sollte passen. Das ist doch ein interessantes Schauspiel. Jetzt will ich da hoch. Achso, das kommt von alleine zu mir runter. Ja, noch besser. Okay, was genau muss ich denn jetzt hier drehen? Ich muss mir den Weg frei drehen.
Gucken wir uns das mal von oben an. Warte mal. Ah, ich wollte diesen Supersprung machen. So, ich muss mich mit dem Teil drehen. So ist die Geschichte. Designini bringt mich zum Sieg. Wollte nur gucken, ob da unten was ist. Und ob ich den jetzt nicht bekommen habe. Nee, 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 das sehe ich nicht ein. Ja, das haben wir doch gut geschafft. Eins mit dem Salmini, das sind wir, ja. Wir waren schon immer eins mit meinem kleinen Kumpel. Das meine ich jetzt nicht auf die Weise, die ihr denkt. Und die perverse Weise, nein. Definitiv nicht. Ich weiß doch, was in euren Köpfen vor sich geht. Ich glaube, das Level wollten wir als nächstes, ne? So, flieg, mein kleiner Saini. Du musst Wege öffnen. Oh, ich glaube, da geht's schon zum nächsten Gebiet, kann das sein? Oh! Die neuen Ansager stellen sich uns in den Weg. Muri, Marco und... Wie hieß nochmal der Große? Mantaro. Ich wusste nur irgendwas mit Manta. Oh, das sind eigentlich die Bösen. Aber ihr macht trotzdem immer gute Ansagen. Euch interessiert nur das Geld. Wir wollen unseren Kameraden retten, der irgendwo gelandet ist. Ja, immer. Okay, die wollen offenbar noch Stress. Und ich habe recht, da geht's zum nächsten Gebiet. Da gehen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal hier alles abschließen. Und er hat noch was gefunden. Er sieht manche Sachen, die ich nicht sehe. Ist ganz praktisch. So, dann machen wir jetzt als nächstes erstmal dieses Level hier. Türentour. In der ganz normalen Heldenausrüstung. Hi. So, da wartet bestimmt auch einer. Los, such! Wo ist hier ein Schlüssel? Wo habe ich Schlüssel übersehen? Vielleicht da oben? Kannst du mir den Schlüssel einsammeln? Ja komm, sammle ihn ein!
Hätte ja sein können. So, den Mega-Angriff, den hebe ich mir noch auf. Genau, konzentriere dich auf ihn. Okay, da muss ich gleich runter. Erstmal Kiste. Okay, ich muss da runter. Ich komme aber auch easy auch mal wieder hoch. So, jetzt muss ich ihn vernichten. Ach, kommt her. Da sind Thunfische. Und tschüss. Ja, der freut sich, mein kleiner Kumpel. Okay. Es sieht so aus, als ob ich da hochklettern könnte. Hier oben ist bestimmt auch noch ein Schlüssel versteckt. Sag ich doch. Fast wäre ich runtergefallen. Ja, das kann ich mir auf dem Rückweg holen. Oder ich muss nach unten. Ja, ich muss da eigentlich nach unten. Aber erst holen wir das hier. Ah, da ist auch noch ein Knopf. Ich hätte hier sowieso hingemusst. Okay. Jetzt darf ich erstmal wieder da hochklettern. Hol ihn dir. Der kann nichts gegen dich. Den einen habe ich gesehen, den anderen nicht. Kann der eigentlich auch den Schalter aktivieren? Nee, das muss ich tun. Genau, konzentriere dich auf ihn. Und mit der Hai-Waffe wieder zurück, ja. Schön, dass sich das immer so durchtauscht. So, da einmal öffnen und da einmal öffnen. Easy. Das ist schön, dass er sein Minias instant freischaltet, das Ding. Die Schlüssel sind der Schlüssel. So, jetzt machen wir mal das Luftballon-Rätsel. Dafür gibt's doch bestimmt was. Eine Schriftrolle. Und es ist Schriftrolle 1. Wenn man Muschelmochi bestellt, bekommt man in Inkopolis und in Splitz für zwei ganz unterschiedliche Sachen. Inkopolis Mochi sind um die Muschel gewickelt. Splitz für Mochi in der Muschel. Dann Sesam und scharfe Soße drauf. Dann leckt man sich alle Tentakel.
So, jetzt mal gucken, haben wir hier irgendein Level übersehen? Er scheint auf jeden Fall was entdeckt zu haben. Oder er hat einfach nur Spaß. Er hat einfach nur Spaß. Ich guck mal hier oben. Hier könnte ja auch noch was versteckt sein. Oh. Snack-Coupon. Kann ich beim nächsten Splatfest verwerten. Im Übrigen, dieses Wochenende ist ja auch wieder ein Splatfest, ne? Das kam recht schnell. Dafür trainiere ich zurzeit. Okay, ich glaube, wir haben alles aus dem Gebiet hier dann erledigt. Ich habe sogar, wie ihr sehen könnt, alle Waffen einmal abgeschlossen. So. Mittlerweile sollten wir auch das hier zu Ende lesen können, weil das aktualisiert sich, je nachdem, wie viel man hat. Ihr neues unterirdisches Heim, nun geflutet mit Meerwasser. Bot ihnen in ihrer aussichtslosen Lage Schutz und Geborgenheit. Doch während die Menschheit zusehends vom Planeten verschwunden war, war es anderen besser gegangen als je zuvor. Jenen Wesen nämlich, die im Meere wohnten. Tintenfische, Oktopusse, Quallen, sie alle gediehen tief in den Fluten. Und ihre Scharen wuchsen und wuchsen. Und die Menschen hatten eine Nahrungsquelle gefunden. Ja, den Rest hatten wir ja schon mal vorgelesen. Na gut, hier haben wir alles gefunden. Bevor ich das Teil da mache, sage ich mal hier ciao und bis dann. Das war ein ereignisreicher Tag hier mit Splatoon. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat, hier die Folge zu sehen. Wenn ja, dann kennt ihr ja den drin. Ein Abo dalassen, ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!